Richte nicht, wenn es nicht gerecht ist. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem kurzen Video geht es um die Fähigkeit, als Mensch richtig beurteilen zu können, vor allem dann, wenn man sich Christ nennt. Warum? Als Christ sollte man seine geistlich geschulten Sinne einsetzen, um Gut und Böse unterscheiden zu können. Nun, leider gibt es aber heutzutage auch Christen, die entweder viel zu früh ein Urteil über andere Menschen abgeben oder die sich gar kein Urteil erlauben und alles einfach so hinnehmen, wie es kommt. Ja, was findet man hier? Zwei Extreme. Balanciert sieht anders aus. Zunächst ist es aber erstmal wichtig zu begreifen. Gibt eine Antwort, bevor er gehört hat, ist es Torheit und Schande für ihn. Laut Sprüche Kapitel 18, Vers 13. Heißt, du kannst dir erst dann eine gerechte Meinung bilden, wenn du auch ausreichend Informationen über Person XY in Erfahrung bringen konntest. Ansonsten bitte erstmal Ruhe. Auch in diesem Video möchte ich ein Beispiel anbringen, das vielleicht den ein oder anderen Hörer zum Prüfen anregen kann oder auch sollte. Es geht nachfolgend um Gemeinschaft XY. Vier gläubige Menschen, davon drei starke Glieder und ein schwaches Glied, das noch mit Sünde zu kämpfen hat. Das schwache Glied in der Gemeinschaft ist in dem Fall alkoholabhängig, aber möchte unbedingt davon befreit werden, damit jene Person nicht mehr im Glauben aneckt und endlich vollkommen im Geiste wandeln kann. Zwei der Geschwister im Bunde greifen sofort Partei und ermutigen, stärken und erbauen die Person. Das heißt, sie beten für sie, geben ihr Zuspruch und versuchen, die Lasten des schwächeren Gliedes in der Kette zu tragen, wo und wann es nur geht. Die dritte Person im Bunde jedoch distanziert sich von der Gemeinschaft und möchte mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun haben. Sie kapselt sich von der Gemeinschaft ab und lässt den Kontakt erstmal etwas ruhen. Es vergeht ein Jahr und die Person mit der Alkoholkrankheit wurde völlig befreit von jener Sucht. Ja, sie wird nicht mehr vom Widersacher gebunden gehalten, weil ihre Geschwister ihr Halt im Glauben schenken. Sie ist ein neuer Mensch in Christus Jesus geworden und wurde durch den Zuspruch und die Erbauung stärker und stärker im Geiste. Die Gemeinschaft ist inzwischen gewachsen und der Austausch untereinander ist harmonisch und eines Sinnes geführt vom Geiste. Und ebenso, ungefähr nach einem Jahr, meldet sich die Person, die sie von der Gemeinschaft entfernt hatte, wieder bei ihrer alten Gemeinschaft und möchte sich erneut dem Austausch anschließen. Als sie aber hörte, dass die damals noch kranke Person nach wie vor im Bunde der Gemeinschaft ist, sagt sie sich doch noch kurzfristig von dem angekündigten Austausch los. Ja, was erkennt man an diesem Beispiel? Eine starke Voreingenommenheit, ja, Lieblosigkeit gegenüber Geschwistern. Ein paar Fragen zu diesem Beispiel. Sollte man als Christ eine Person verstoßen, wenn sie der reinen Lehre anhängt, dem Herrn Jesus Christus nachfolgt zur Ehre Gottes und vor allem gewillt ist, etwas an ihrem Leben zu ändern? Sollte man als Christ, der die Liebe Gottes predigt, nicht unvoreingenommen an ein Thema herangehen und nicht vorschnell urteilen, vor allem, wenn man nicht ausreichend Informationen hat? Und ist es gut, sich vor seiner Verantwortung als Glied im Leib zu drücken, wenn es herausfordernd wird? Ist das der Geist Christi? Denkt vielleicht mal an das Sämann-Gleichnis. Der zweite und der dritte Same, der keine Wurzel fand oder erstickt wurde. Das heißt, der Same, der bei Problemen und Bedrängnis den Glauben mal eben an den Nagel hängt. Auf was will ich hinaus? Galater 6, 2, also Galater Kapitel 6, Vers 2. Dort heißt es, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Nun, ich denke, es bedarf keiner weiteren Ausführung. Ein Mensch kann sich von heute auf morgen verändern, vor allem dann, wenn er oder sie gewillt ist, wirklich etwas an der gegenwärtigen Situation zu ändern. Siehe Beispiel. Es ist aber keine Liebe zu fliehen, sobald ein kleiner Konflikt entsteht. Nein, sondern es grenzt schon an Feigheit. Kann man sich ein gerechtes Urteil über einen Menschen bilden, ohne die Hintergründe zu kennen, wieso, weshalb und warum man sich gerade so verhält, wie man sich verhält? Nein, vor allem nicht, wenn man nicht mal den Antrieb hat, der Sache auf die Spur zu gehen. Eine vorgefertigte Meinung ist ein Anzeichen von Fleischlichkeit.
Auch die Schriftgelehrten und Pharisäer tadelten Jesus, weil er mit Sündern und Zöllnern das Joch teilte. Hätte Jesus einen Sünder verworfen, der gewillt war, umzukehren? Natürlich nicht. Liebe predigen, aber nicht zur Ausführung bringen. Wisst ihr, Menschen reden immer von Liebe, Liebe, Liebe. Aber wenn sie in der Praxis angewendet werden soll, dann wird sofort bei dem kleinsten Problem die Flucht ergriffen. Man spricht hier und da von Bruder und Schwester im Glauben, aber wenn es mal kriselt, wird nicht selten die Flucht ergriffen. Ja, solch Eigenarten kennt man von der Welt, aber nicht vom Geist Gottes. Wie gesagt, auch die Schriftgelehrten und Pharisäer waren Menschen, die zwar äußerlich fromm gewirkt haben, aber innerlich im Geiste nichts davon zur Ausführung bringen konnten. Ja, Matthäus 23,3 heißt es, tut und befolgt also alles, was sie euch sagen. Aber richtet euch nicht nach ihren Taten, denn sie reden nur, tun es aber nicht. Ja, genauso wie es in Johannes Kapitel 8, Vers 15 heißt, ihr richtet nach dem Fleisch. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Und deshalb bitte, behaltet Johannes Kapitel 7, Vers 24 im Hinterkopf, urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern gebt ein gerechtes Urteil ab. Okay, er fragt und redet, steckt einen Menschen nicht sofort in die Kategorie hoffnungslos, sobald etwas nicht in das eigene Weltbild passt oder wenn durch weltliche berufliche Vorgaben etwas nicht der Norm entspricht. Bitte versucht erstmal die Hintergründe zu hinterfragen. Wisst ihr, ich bin der vollen Überzeugung, dass ein Mensch, der nach Wahrheit sucht, sie früher oder später auch finden wird. Ja, wenn man anklopft, wird auch aufgemacht werden. Wenn ein Mensch gewillt ist, etwas zu ändern, wird er es auch früher oder später in Tat umsetzen, wenn der Glaube stark genug ist. Deshalb Lukas Kapitel 17, Verse 3 bis 4, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Wer aber in Sünde ohne Reue verharrt oder verharren möchte und schlimmstenfalls andere auch mit irgendwelchen Schandtaten anstecken möchte, dann sollte jener Mensch logischerweise früher oder später aus der Gemeinschaft entfernt werden. Innerhalb der Gemeinschaft sollten wir richten, aber wie gesagt, gerecht. In 1. Korinther Kapitel 5, Verse 12 bis 13 heißt es dann, denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Okay, aber ein Mensch, der einem die Tür, bevor sie überhaupt geöffnet werden konnte, schon verschließt, dem wird vielleicht auch, was Erkenntnis betrifft, das ein oder andere verborgen bleiben. So heißt es weiter in 1. Johannes 3, 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer seinen Bruder nicht liebt, verbleibt im Tode. Ja, Liebe ist, die Lasten zu tragen, die Erfüllung des Gesetzes. Wer also dem Bruder oder der Schwester helfen kann und sich ihrer annimmt, dann ist das so wie beim Gleichnis vom Samariter. Denn wenn wir Gutes tun können, sollten wir das auch machen. Und wenn nicht, ja, dann ist es Sünde. Jakobus Kapitel 4, Vers 17. Wer also weiß, wie er sich richtig zu verhalten hat, es aber nicht tut, für den ist es Sünde. Also, warum richtet ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was recht ist? Laut Lukas Kapitel 12, Vers 57. Okay, wer falsch richtet, ohne wirklich gehört und oder gesehen zu haben, der sollte sich und seinen Wandel auf jeden Fall nochmal genau unter die Lupe nehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch gottesreichen Segen. In Jesu Namen. Wie immer gilt, prüft alles, behaltet das Gute. Und nährt euch vom Wort laut Matthäus 4,4. Und so Gott will, bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao.